Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte offizielle Vertreter unseres Landes, des Kreises und des Ortes. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich die heute zur Auszeichnung Stehenden und ganz voran dich, lieber Hans. Und auch deine Frau, die an deiner Arbeit ja auch einen ganz großen Anteil hat. Hans Behn ist ein vielseitiger Mann. Er bewirtschaftet zusammen mit seinem Bruder einen Betrieb von 781 Hektar Nutzfläche, 250 Kühen und 7 Mitarbeitern. Und das unter den schon lang diskutierten Schwierigkeiten der Landwirte derzeit. Er ist Gründungsmitglied des Bauernverbandes Malchin e.V. und war 2002 bis 2016 dessen Vorsitzender. Er ist Vorsitzender des Fachausschusses für Umwelt, des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern und vor allen Dingen, er ist Mecklenburger von Geburt und aus Überzeugung. Und nicht zuletzt ist Hans Behn ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger. Das Interesse an den archäologischen Fundplätzen seiner Heimat begleitete ihn fast sein ganzes Leben. Sein Vater hat dieses Interesse geweckt, indem er ihn auf seine Streifzüge zu Hügel- und Großsteingräbern mitnahm und ihm zeigte, welche spannenden Funde aus Zeiten, die weiter zurückliegen als jede menschliche Erinnerung, man auf den Äckern entdecken kann. Die Faszination, Gegenstände zu finden und in die Hand nehmen zu können, die vor Jahrhunderten von damals hier lebenden Menschen hergestellt und benutzt worden sind, hat ihn nie wieder losgelassen. Mit den Jahren bekam er das Gefühl, wie viele Informationen man auch aus unscheinbaren Fundstücken herauslesen kann, wenn man die Fundumstände sorgfältig dokumentiert und sie in einen größeren Zusammenhang stellt. Bei Dr. Ulrich Schoknecht, dem langjährigen Bezirksbodendenkmalpfleger und Leiter der damaligen Außenstelle Waren des Museums für Uhr- und Frühgeschichte Schwerin, lernte er, die Fundstücke kulturgeschichtlich einzuordnen. Dazu kam der Wissensaustausch bei Tagungen und Lehrgängen. 1972 schließlich, im Alter von 24 Jahren, wurde er zum ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger berufen. Das ist jetzt 44 Jahre her. Und in diesen 44 Jahren hat er mindestens 915 Bodendenkmale entdeckt und entsprechend angezeigt. Er gewann sie durch Begehung, Auswertung historischer Karten, Beobachtung von Baumaßnahmen und anderem mehr. Dabei sind so unterschiedliche Fundplätze wie Hochäcker, Urnenfriedhöfe, Steinsetzungen, mittelalterliche Wüstungen und bronzezeitliche Hortfunde. Er bewahrte so Heimatgeschichte, die sonst verloren gegangen wäre. Hans Behn hat außerdem auch nach außen hin gewirkt. Mancher mag sein Interesse belächelt haben, aber man wusste, dass er sich mit archäologischen Funden auskannte. Und so fand manches Fundstück sogar von sich aus den Weg zu ihm. Aus einem Nordkurier-Artikel stammt das schöne Zitat: Das müssen wir erst einmal Hans Behn zeigen. Seine Wirkungszeit ist charakterisiert von Meliorationsmaßnahmen großer Flächen, um sie für die landwirtschaftliche Nutzung zu erschließen, und von der landwirtschaftlichen Technik, die erlaubte, immer tiefer zu pflügen, wobei zwangsläufig eine große Zahl archäologischer Fundstellen angeschnitten wurde. Es ist unmöglich, die wichtigsten Funde aufzuzählen, deren Entdeckung und Mitentdeckung wir Hans Behn verdanken. Deshalb will ich nur zwei Fundstellen von herausragender landesgeschichtlicher Bedeutung erwähnen. Das eine ist das Heerlager in der Benz bei Gilo, wohin sich beim 30-jährigen Krieg 1639 kaiserliche Truppen zurückgezogen hatten. Es ist übrigens die einzige Fundstelle in Norddeutschland, die sich einem Heerlager dieser Zeit zuordnen lässt. Zahlreiche Metallfunde,
vorwiegend Ausrüstung für Ross und Wagen, wurden dort zurückgelassen. Zu den Funden gehören Teile von Kandarren, weiteres Zaumzeug, Steigbügel mit teilweise reichem Dekor, Sporen, Reste von Helmen, Dolchen, Pistolen, Musketen, Hufeisen, Striegel, diverse Schnallen, verschiedene Werkzeuge sowie Münzen in Gold, Silber und Bronze. Diese Gegenstände lassen die Geschehnisse des Dreißigjährigen Krieges lebendig werden und spiegeln in einzigartiger Weise die Ausrüstung, die der Tross mit sich führte, wider. Etliche dieser Gegenstände sind in der Ausstellung 1636, die letzte Schlacht, zu sehen, die bundesweit unter anderem im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden zu sehen war. Der andere herausragende Fund ist ganz frisch, nämlich ein bronzezeitliches Schmuckensemble, das Hans Behn bei Bauarbeiten in Zettemin entdeckte. Dieser Fund führt uns weit zurück in eine Zeit vor über 3000 Jahren. Er veranschaulicht auch die Kulturbeziehung zwischen dem süddeutschen Raum, wo der Schmuck hergestellt wurde, und unserer Region. Hans Behns Wirken ist aber nicht nur durch die unwahrscheinliche Fülle an Informationen über unsere Geschichte gekennzeichnet, die er zusammengetragen hat, sondern auch durch sein gesellschaftliches Engagement. So wirkte er nicht nur im Bauernverband mit, sondern seit vielen Jahren auch im Vorstand der Archäologischen Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Er ist Mitorganisator des jährlichen Lehrgangs Methoden der Feldbegehung, in dem Bodendenkmalpfleger den sachgerechten Umgang mit den Metalldetektoren lernen. Einen bodenständigeren und aktiveren Menschen als Hans Behn kann ich kaum mir vorstellen. Menschen wie er, für die ganz selbstverständlich war und ist, sich mit der Geschichte der Heimat, ihrer Heimat zu beschäftigen, bereichern nicht nur unser Wissen, sondern auch unser tägliches Zusammenleben. Das ist in der Bodendenkmalpflege nicht so offensichtlich wie in der Baudenkmalpflege. Gerettete und gepflegte Baudenkmale sind nun einmal viel anschaulicher als Fundmeldung im Kasten und archäologische Funde in einem Magazin. Aber auf diesem Feld bewegt sich ja gerade eine Menge. Und ich spreche sicher für viele Menschen, wenn wir Bodendenkmalpfleger unsere Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass die Pläne für ein archäologisches Landesmuseum gedeihen. Dass die Initiative Pro Archäologisches Landesmuseum, IPAL, auch aktiv unterstützt. Wir haben, wie du, lieber Hans, die Hoffnung, dass unser aller ehrenamtlich zusammengetragenes Wissen in nicht allzu ferner Zeit in einer solchen Einrichtung der Öffentlichkeit zugänglich wird. Darüber darf der ebenso nötige Depot- und Werkstattneubau und die damit verbundene Personalausstattung natürlich nicht vergessen werden. Lieber Hans, ich bin sicher, der Friedrich-Licht-Denkmalpreis ist für dich nicht nur Auszeichnung, sondern Anspruch für deine weitere ehrenamtliche Arbeit. Und nicht vergessen möchte ich, auch Frau Behn zu danken. Denn ohne unsere angetrauten besseren Teile wäre eine solche Arbeit überhaupt nicht möglich. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Behn, ich darf Sie nach vorne bitten. Und ich glaube, das kriegen wir auch ohne Mikrofon hin. Dann würde ich gerne die Urkunde verlesen. Im Namen des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird der Friedrich-Wisch-Denkmalpreis 2016 Herrn Hans Behn zuerkannt. Der Friedrich-Wisch-Denkmalpreis wird für ehrenamtliches Engagement zur Rettung und zur Erhaltung von Bodendenkmalen, für langjähriges herausragendes Wirken auf dem Gebiet der Bodendenkmalpflege und für die überzeugende Verbreitung des Denkmalpflegegedankens in der Öffentlichkeit vergeben.
Schwerin, 11. September 2016, der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Könnte es ja sein, dass Sie den dann weiterreichen wollen.